Zwergenfürst. Vom Zwergenfürst. Mit dem Zwergenfürst. Zwergenfürst. Mit dem Zwergenfürst. Let's play Ban. Mit dem Zwergenfürst. Zwergenfürst. Offline. Mit dem Zwergenfürst. Vom Zwergenfürst. Mit dem Zwergenfürst. Offline. Zwergenfürst. Mit dem Zwergenfürst. Und mir, den Christoph. Mit dem Zwergenfürst. Ein Jahr ist es jetzt her, seit das erste Video im Namen des Zwergenfürstes auf dem Kanal Zwergenfürst LP online kam. Ein Jahr lang existiert der Kanal Zwergenfürst LP jetzt schon, aber Zwergenfürst LP hat es ja nicht sofort gegeben. Es hat sich ja nicht aus dem Boden herausgestampft. Es existierte ja schon vorher ein Grundgedanke und ein Wesen von Zwergenfürst LP. Damals unter meinem bürgerlichen Namen auf exakt diesem Kanal, auf exakt derselben Stelle, mit fast keinen Videos, mit erst recht keinen Kanalbanner oder Profilbild, veröffentlichte ich erste Annäherungen an ein späteres Kanal-Dasein. Dinge wie einen kleinen Stop-Motion-Film mit Lego. Erste klägliche Versuche eines Let's Plays. Damals Tomodachi Life hatte ich da schon mal versucht, mit einer kleinen Fotokamera aufzunehmen. Genau der hier. Vorstellungsvideos auf einer Casting-Website im Internet. Entwürfe und Skizzierungen, die Grundstein und doch irgendwie Grund zur Entwicklung meines ersten Let's Plays gewesen ist. Das einzige, was davon auf meinem Kanal verblieben ist, sind zwei Stop-Motion Videos und ein Unboxing über Reste von meinem Vordasein auf nicht Zwergenfürst LP, also auf dem Kanal, bevor es Dasein auf dem Kanal, bevor er zu Zwergenfürst LP mutierte. Die meisten Videos von vorher hatten diese Mutation nicht überlebt, da sie durch die Qualitätskontrolle des heutigen Zwergenfürst LP Rasters gefallen waren. Ja. Ich weiß, einige unschöne Sachen, die durch die Qualitätskontrolle auch nur deshalb nicht durchgefallen sind, da sie zu einem großen Ganzen gehören, existieren auch auf meinem Kanal. Das ist richtig. Aber dafür würde ich gerne in die Infobox verweisen. Da ist nochmal der Jahresrückblick 2016 verlinkt. Dort habe ich auch zu Genüge nochmal auf das 2016. Jahr zurückgeblickt und es nochmal passieren lassen. 2016 war nicht das ganze YouTube-Jahr von Zwergenfürst, das nämlich am heutigen Tage beendet wurde, sozusagen Silvestertag
auf YouTube für den Zwergenfürst. Das erste Let's Play, die erste Let's Play-Reihe auf Zwergenfürst RP. Pokémon Y, beginnend mit Pokémon Y Part 1, da unten. Ein wegbereitende Let's Play-Reihe für diesen Kanal. Da quasi die Entwicklung des Kanales und der Fortschritt von mir als Video-Creator in dieser Playlist praktisch wesentlich sichtbar ist. Viele Projekte, viele Let's Plays, viele Vlog-Projekte sind mit der Zeit entstanden, die alle zu erwähnen und einzeln zu besprechen würde wahrscheinlich Tage dauern, was ich in diesem Jubiläumsvideo aber gerne mit dabei hätte, wäre dies Best of News, Specials, Let's Tests etc. Eine Vielzahl an Playlists und dementsprechend auch eine Vielzahl an Videos, die meinen Kanal neben den Let's Plays ausgemacht hat im vergangenen Jahr. Da wären zum einen die Dwarf News, die natürlich auch aktuell weitergeführt sind und aktuell existieren, monatlich ausgestrahlt auf Mario Kart 7 online mit Stories aus dem YouTube-Leben, mit Planungen und Vorsätzen für den aktiven Monat. Der Adventskalender 2016, wundervolle Sache, wundervolle Aktion. Ein Monat lang hat es mich begleitet. Feiertags-Specials von Ostern über Weihnachten, über den Advent, über sonstige Aktionen, sei es der erste Geburtstag von Zwergenfürst LP oder der 19. Geburtstag des Moderators, den ihr hier gerade vor der Kamera seht. Challenges natürlich selbstverständlich auch mit dabei, für alle was zu lachen und für die Leute, die es nicht so mit Challenges oder Let's Plays haben, auch Zwergenfürst liest oder Zwergenfürst labert hier vertreten. Zwergenfürst labert, das seht ihr gerade, das wird hier ein Fall für die Playlist sein. Ein wenig Diskussion und ein wenig Themenmoderation. Ja, Zwergenfürst liest Literatur vom Feinsten für die Älteren unter den Zuschauern. Hashtag frag den Zwergenlord. Das war ein Projekt zu Beginn meiner Kanalzeit, das, wie man schon sieht, zur Fragenbeantwortung von Fragen aus der Community diente. Wurde letztendlich abgesetzt mangels Fragen aus der Community. 2017 sind auch einige Sachen dazugekommen. Let's Plays wie Pokémon Sonne, Super Mario 3D Land oder Rhythm Paradise Megamix. Projekte wie Wahrsager oder Spaß mit Apps, die wie immer sehr zu empfehlen auf der Kanalseite zu finden sind. Schulisch ein bisschen dadurch beschränkt, dass weniger Zeit vorhanden ist, wurde ich jetzt zwangsbeschränkt auf eine Let's Play-Reihe, die zu beenden mir jetzt am Herzen liegt. Pokémon Sonne. Schöne Momente, viele schlechte Momente, viele missglückte Sachen, viele
Ungeschicke und Missgeschicke, die zu einem Kanaldasein dazugehören, die zum Jahr auch genauso dazugehören. Dazu verweise ich auf die Infobox. Dort seht ihr das Best of 2016, das Silvester-Special. Könnt ihr euch gerne reinziehen danach hier. Und dort nochmal genauestens zu den einzelnen Projekten. Ja, es war ein schönes Jahr mit euch, kann ich so sagen. Ein neues. Auf ein zweites Zwergenfürstjahr, auf ein zweites wunderschönes, auf ein zweites wundertolles Jahr mit euch auf meinem Kanal. Ihr habt euch wohl. Man sieht sich.